Und da sind wir wieder bei Phoenix Wright, Trials and Tribulations. Ich habe euch ja den Hinweis gegeben, dass hier ein Widerspruch lauert. Und wie genau lautet er? Wir präsentieren die Wetterdaten. Einspruch. Da schon deine Existenz ein Widerspruch ist, weiß ich nicht, ob du das verstehst. Was ist denn, Edgy? Das hört sich hier an, als wäre ich ein Außerirdischer. Deine Aussage ist eindeutig widersprüchlich. Das Problem hier ist die Zeit. Ich war noch nie gut mit Zeit, weißt du. 3 Minuten nachdem Billy zu Fuß losgegangen ist, folgst du ihm mit dem Fahrrad. Wie lang brauchst du, bis du ihn eingeholt hast? Darin bin ich sehr schlecht. Naja, wenn du die Geschwindigkeit hast und den Weg und so, Das hier ist viel einfacher. Du hast gesehen, wie der Blitz in die Brücke einschlug. Und ging sofort los, um nachzusehen, was da passiert war. Ist das richtig? Ja, nun, ich habe am Anfang so ungefähr 5 Minuten verbummelt. Ich habe die Wetterdaten des Mordabends hier vorliegen. Laut dieser Daten geschah der Blitzeinschlag um 22.45 Uhr. Du sagtest, man braucht weniger als 5 Minuten von der Hütte zur Dämmerbrücke. Das heißt, dass du kurz vor 23 Uhr bei der Brücke angekommen sein müsstest. Das hört sich alles logisch an, denke ich. Und dann tauchte Nick auf und lieferte seine Sturznummer. Das ist unmöglich. Was meinst du damit? Um 23 Uhr geschah der Mord im Hasakura-Tempel. Deshalb war Wright immer noch dort, im Innenhof. Es kann unmöglich sein, dass Larry ihn zu dieser Zeit bei der Dämmerbrücke traf. Ah, entschuldige, ich erhebe Einspruch. Ach ja? Edgy, wie oft muss ich's denn noch sagen? Ich heiße nicht Larry, ich bin Luis Joachim. Ja! Es ist nicht bewiesen, dass der Mord um 23 Uhr geschah. Die Schwester hat nur gesagt, so gegen 23 Uhr. Daher hätte es auch früher sein können. Pass auf, wo du hintrittst, Franziska von Karma. Der Hang ist rutschig. Es ist trotzdem unmöglich, dass Wright um 23 Uhr bei der Brücke gewesen ist. Und warum? Es steht hier eindeutig in den Wetterdaten. Es dauerte ungefähr 30 Minuten, bis die Brücke abgebrannt war. Deshalb muss die Brücke mindestens bis 23.15 Uhr gebrannt haben. Und was genau heißt das? Wright hat nicht gesehen, wie die Brücke an jedem Abend gebrannt hat. Er kam erst dort an, als die Flammen schon runtergebrannt waren. Larry, du hast die Brücke gegen 23 Uhr erreicht. Wright kam frühestens um 23.15 Uhr dort an. Versuchst du noch immer, etwas vor uns zu verheimlichen? Was ist in diesen fehlenden 15 Minuten passiert? Ich habe das Gefühl, ich bin gerade aufgewacht. Ich denke, ich habe immer noch geschlafen. Kann ich mich nochmal verbessern? Ruhe! Es fehlen also 15 Minuten vor dem Treffen mit Phoenix Wright. Ich sehe das nicht als Problem. Ja, überhaupt kein Problem. Wirklich? Die Brücke brennt vor deinen Augen und daneben steht ein Telefon. Warum hast du den Vorfall also nicht gemeldet? Haben sie einfach zugesehen, wie die Brücke abgebrannt ist? Wie ein Rowdy? Das ist das Problem hier. Er ist kein Rowdy, er ist ein Idiot. Auch nachdem die Brücke abgebrannt war, war er immer noch da. Er stand einfach da und hat nichts getan. Danach hört es sich an. Wir reden hier zwar von Larry, aber so bekloppt wäre selbst er nicht. Es muss einen Grund für seine Untätigkeit gegeben haben. Edgy, ich denke, es ist an der Zeit, ernst zu werden, Kumpel. Das dachte ich mir schon. Du hast die ganze Zeit nur mit uns gespielt. Hör mal, ich werde dir alles sagen. Bist du sicher, dass du alles hören willst? Ja. Ich werde es diesmal wirklich sagen. Alles. Ja! Dann sag es. Na schön, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei, aber so können wir endlich die ganze Wahrheit vom Zeugen erfahren. Also, was haben Sie in diesen fehlenden 15 Minuten getan, Zeuge? Zeugenaussage, die fehlenden 15 Minuten.
Ich bin ein Dirksnim. Ich bin Künstler. Was denkt ihr, was ich getan habe? Ich habe gezeichnet vor der Brücke. Ich war gefesselt im Rausch der Kunst. Den Schock und die Ehrfurcht, die ich empfand, alles habe ich aufs Blatt übertragen. Bevor es mir bewusst wurde, waren die Flammen aus und er kam angerannt. Ich glaube, Künstler sind ein seltsames Volk. Das ist richtig. Ich bin bereit, alles für das perfekte Bild zu opfern. Selbst die Wahrheit, so wie es sich anhört. Herr Edgeworth, hat das Ihre letzten Zweifel beseitigt? Nicht alle, Euer Ehren. Mein letzter Zweifel bleibt noch bestehen. Und welcher wäre das? Das ist eine erstaunlich glaubhafte Geschichte, vor allem von ihm. Aber warum dachte er, sie bis jetzt vor uns verheimlichen zu müssen? Ich habe vor, ihm den Grund dafür aus der Nase zu ziehen. Das wirst du noch bereuen, Edgy. Alter, drohst du mir? Deine Existenz ist ja schon schrecklich genug, ey. Gezeichnet, aha. Moment mal. Gezeichnet, die brennende Brücke? Die brennende Brücke und alles, was dazu gehört hat. Wie, was dazu gehört hat? Du willst es aus meinem Mund hören, nicht wahr, Edgy? Das wirst du bereuen. Mein Bild... Ja! Genug! Hol dein lächerliches Bild schon raus, Zeuge. Wovon redest du? Ich weiß nicht, was du meinst. Das scheint wirklich die schnellste Lösung zu sein. Ich überlasse es Ihnen, Herr Edgeworth. Was soll ich machen? Ich habe das schreckliche Gefühl, dass ich, sobald das Bild enthüllt wird, die ganze Welt durch die Darstellung in diesem Bild verändern könnte. Ich will es ansehen! Larry, ich frage mich, ob du uns dein Bild zeigen könntest. Bitte? Gut. Selbst ich hätte nie gedacht, dass es so werden würde. Dass es wie werden würde? Dass Louis Dirksnims Debüt hier und heute sein würde. Zeig es! Sofort! Okay, aber seid gewappnet. Das ist die Welt von Louis Dirksnim. Das ist die Dämmerbrücke, richtig? Eine ziemlich große Brücke, nicht wahr? Ihre Antwort, Frau von Karma? Ja, nun. Das ist ein besseres Bild, als ich erwartet hatte. Nicht wahr? Nicht wahr? Ich habe damit gekämpft, die Flammen darzustellen. Echt? Ja, ich bin mir sicher, dass Sie das getan haben. Das wird unschön werden. Anscheinend hat keiner den Mut, es zu sagen. Dieses rätselhafte fliegende Objekt. Larry. Was? Die brennende Brücke ist gut. Aber was soll diese armselige Figur dort sein? Ah, du hast sie bemerkt. Ich dachte mir schon, dass du das tun würdest. Wie sehr ich es auch ignorieren wollte, ich kann es nicht. Das ist natürlich Iris, Iris. Ich wünschte, sie würde besser auf sich aufpassen. Wir haben Zukunftspläne, weißt du? Was wäre passiert, wenn sie sich beim Fliegen verletzt hätte? Larry, bitte, beantworte die nächste Frage bitte ehrlich. Okay. Behauptest du wirklich, das gesehen zu haben? Behauptest du etwa, du hättest die Silhouette der Angeklagten über die brennende Brücke fliegen sehen? Jep, das habe ich gesehen. Deshalb habe ich es gezeichnet. Ich bin Künstler, ein wahrer Künstler. Bist du? Hi! Das Mädchen in dem Bild ist jetzt ziemlich hoch oben. Bist du hi? Ja, das war nicht schlecht. Wofür war das denn? Das ist alles ein schlechter Traum. Ich habe dich auf die Wange geschlagen, um diese Theorie zu testen. Bitte peitschen Sie ab jetzt Ihre eigene Wange, wenn Sie wilde Theorien ausprobieren. Wie auch immer. Kein Gericht wird jemals anerkennen, dass Menschen fliegen können.
Es gibt immer einen Präzedenzfall. Sie ist ziemlich hochgeflogen, meine süße Iris. Sie war mindestens 10 Meter über der Brücke. Das war wirklich eine Augenweide. Dabei muss es sich um eine Art Fehler handeln. Herr Edgeworth, bitte bringen Sie den Zeugen bitte wieder auf die Erde. Was? Ich? Dieser Zeuge ist Ihr Freund, oder etwa nicht? Schuldig der Beihilfe an großer Dummheit. Miles Edgeworth. Lassen Sie uns zum Kreuzfeuer zurückkehren, notfalls mit Gewalt. Herr Edgeworth, ich erwarte, dass Sie den offensichtlichen Widerspruch hier aufdecken. Ja, Euer Ehren. Sieht so aus, als hätte ich noch einen Grund, mich an diesen Trottel zu erinnern. Nun, was haltet ihr von meinem Debütwerk? Nehmen Sie das Ding von mir weg! Larrys Bild zurecht sagte hinzugefügt. Mein Gott, ey. Hier ist aber eine richtige Anspannung langsam. Larrys Bild. Was? Das grässliche Bild zeigt. Ich glaube, es sollte wegbleiben. Das grässliche Bild zeigt, was er an jedem Abend gesehen hat. Meine Fresse, die Leute werden bezahlt, um das zu übersetzen, dann verkacken sie. Meine Fresse, das ist aber ein Bild, du. Beeilen Sie sich und nehmen Sie ihn ins Kreuzverhör. Ja, ganz chillig bleiben, du. So, das ist jetzt hinzugekommen. Ich habe Iris fliegen sehen, mit flatternder weißer Haube. Larry, du Mongo, diesen Widerspruch haben wir doch schon längst mal aufgeklärt hier. Die Haube war niemals da, du. Die hat Nick gehabt. Einspruch. Larry, was hast du an jedem Abend wirklich gesehen? Interessiert mich nicht wirklich besonders, aber... In deiner Position ist das unverantwortlich. Ich habe genau das gezeichnet, was ich gesehen habe. Ich gebe einen ganzen Dollar dafür, dass die Wahrheit ist. Wenn das wirklich der Fall ist, dann können wir eins mit Sicherheit sagen. Was könnte das sein? Die Person, die über die Brücke geflogen ist, kann nicht die Angeklagte, Iris, gewesen sein. Was? Was meinst du damit? Das verstehe ich nicht. Nee! Ein dummer Dummkopf mit einer dummen Aussage eines ebenso dummen Dummkopfs. Wie kannst du das mit Sicherheit behaupten? Larry, sag uns, laut diesem Bild hat die Person, die du gesehen hast, eine Haube getragen, richtig? Natürlich hat sie das. Diese verfallene Hütte ist ziemlich weit von der Brücke entfernt. Durch die Haube wusste ich, dass dieser fliegende Engel meine Iris war. Die Haube ist meine geliebte Iris und Iris ist meine geliebte Haube. Nee. Anscheinend gibt es noch größere Dummköpfe als diesen bei der Verteidigung. Larry, wir müssen dir etwas sagen. Am Mordabend hat Iris ihre Haube nicht getragen. Sie hatte sie Wright geschenkt. Wirst du deine Geschichte jetzt ändern? Vielleicht war es ja Wright, der flog. Wovon redest du? Ich denke, du hast genau verstanden, was ich meine. Warum? Warum hat denn Nick die Haube von Iris? Hä? Edgy, was war da mit Iris und Nick? Warum du, Nick? Du uns gemeiner Kerl. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich glaube, dass dieses unglaublich rätselhafte Bild verschwinden wird, sang- und klanglos, direkt im Papierkorb. Was ist jetzt, Zeuge? Es ist, als ob ich 25 Jahre lang auf diesen Tag gewartet habe. Edgy, heute ist der Tag, an dem ich dich fertig machen werde. Was? Was soll dieser Ausbruch bedeuten, Zeuge? Ich tue es nur ungern, aber ich habe entscheidende Beweise. Entscheidende Beweise? Iris ist wirklich über die brennende Brücke geflogen. Und ich, Loris Djöksnim, werde es beweisen. Ich hätte nicht erwartet, das noch einmal zu sagen. Aber wir werden noch eine weitere Aussage von Ihnen benötigen. Erzählen Sie uns, was Sie über die Angeklagte, wie sie auf dem Bild zu sehen ist, wissen.
und zeigen Sie uns Ihre Beweise dafür, dass dieser Albtraum Wirklichkeit war. Okay, ich hoffe, du bist bereit, Edgy. Denn ich werde dir eine gepfefferte Ladung Schmerzen verabreichen. Du hast uns schon die ganze Zeit mit gepfefferten Schmerzladungen versorgt. Asshole. Zeugenaussage. Beweis, dass Iris flog. Was werden wir herausfinden? Das finden wir im nächsten Part heraus. Bis dann.